Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, sein Herz schlägt seit über 60 Jahren für die Musik. Er ist einer der bekanntesten Moderatoren vom Bayerischen Rundfunk. Sein Name, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, Fritz Egner. Er hat ein neues Sendeformat, und zwar Fritz und Hits, das jeden Freitag 4 Stunden jetzt auf Bayern 1 läuft. Und heute besuche ich ihn und freue mich schon auf ihn, denn er kann wahnsinnig viel über die 60er, über die 70er Jahre erzählen und natürlich auch über seine ganzen Fernsehgeschichten, die er gemacht hat. Also bitte, kommen Sie mit. Ja, so, jetzt bin ich auf dem Weg zu Fritz. Und ich glaube, da ist er schon. Fritz, ich freue mich. Erich, servus. Servus, grüß dich, mein Lieber. Herzlich willkommen. Wunderbar. Bitte. Also heute werden wir dir mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes. So wie beim Zahnarzt. Ja, genau. Also ich habe mich total gefreut. Diese Sendung Fritz und Hits, wo kam denn der Name her? Wo kam denn der her? Naja, es war so, der Jürgen Herrmann, der hatte vor mir Sendung und hat dann immer gesagt, so, und jetzt geht's weiter mit Fritz und seinen Hits. Und das hat sich dann so verselbstständigt und hat sich dann zu einem Art Branding entwickelt. Und das habe ich gleich dabei gelassen. Es ist ein bisschen platt ist es schon, aber über die Jahre kann man es jetzt nicht mehr ändern. Das war einfach, das hat sich so angeboten. Rock'n'Roll, Fritzen, Hits. Ja, so genau, haben wir das vorgestellt. Jetzt, du hast ja quasi als 6-Jähriger Little Richard, Tutti Frutti, also bei mir seiner, bin glaube ich 5 Jahre älter wie du, aber ich bin natürlich auch in dieser wahnsinnigen Zeit aufgewachsen. Das war ja irre. Also ich bin dann so nach meiner Lehrzeit in die Goethestraße, Tillmann Brothers, Paul Bürgers und die ganze Schicht, aber natürlich Tutti Frutti, das war Wahnsinn. Aber du warst, glaube ich, so 6 oder 7 Jahre und da warst du sofort elektrifiziert. Ja, da war ich nicht mehr zu halten. Meine Schwester hat damals zu Ostern einen Stapel Platten mit nach Hause gebracht aus der Firma, in der sie gearbeitet hat. Und da war unter anderem eben Tutti Frutti mit dabei. Aber auch Rudolf Schock und was alles mögliche. War das der Lindberg oder was? Ja, sowas ähnliches. Ja, der Lindberg, genau, Lindberg. Und der Sonnenschatz. Genau, das war, genau, glaube ich, der Lindberg. Ja, genau. Ja, genau. Und da lege ich die Platte auf und dann denke ich mir, was ist das denn? Das kommt ja von einem anderen Planeten. Ja, ja. Und er hat mich sofort erfasst und da bin ich dann nicht mehr davon losgekommen. Weil mir schien das wirklich so authentisch und so roh und doch so emotional, wie ich es vorher noch nie gehört habe. Mhm. Dann AFN, du warst der Techniker, du warst der, und irgendwann hast du gelauert, wenn einmal so ein Moderator ausfällt. Ja. Hast du damals schon Englisch kennen oder so? Nein, nicht sehr gut. Das hat sich aber dann ganz schnell entwickelt, weil ich mich fast nur noch mit meinen englischen Kollegen, amerikanischen Kollegen da abgegeben habe. Und ich habe mich natürlich schon immer so nahe am Mikrofon aufgehalten, dass der Weg nicht mehr weit war. Ja. Und dann haben die glücklicherweise irgendwann Verkehrsmeldungen eingeführt. Und die Amerikaner hatten einfach mit der Donnersberger Brücke und dem Trappentreutunnel einfach Schwierigkeiten. Dann haben sie gesagt, Fritz, magst nicht du das machen? Und ich war natürlich sofort bereit, habe das gemacht, dann Wettervorhersagen. Und irgendwann haben die meine Leidenschaft für Musik natürlich auch nicht mehr bremsen können und haben gesagt, hast Lust, eine Musiksendung zusammenzustellen? Und dann war ich natürlich im Himmel. Ja, ja. Das war ja im Grunde die Erfüllung dessen, was ich mir eigentlich nicht mal träumen habe trauen. Aber dann hat es geklappt. Kannst du dich noch erinnern an Mel Sandock? Natürlich, ja klar. Record Hub. Ja, klar. Der war ja so ein begeisterter Moderator und hat dann... Für den habe ich dann später sogar so Record Hubs moderiert noch. Da sind wir auf Tour gegangen. Tatsächlich. Ja. Mit Mel Sandock. Ja, natürlich. Das war ja, in München war es immer im Löhnbräu-Keller. Mhm, und genau. Das war ja super bei einer Cola und dann Rock'n'Roll tanzt, Achterschritt und so. Ja, ja. Tabarin und so, kennst du Tabarin, natürlich. Gregor Bugs. Tabarin war jeden Sonntagnachmittag. Ja, ja. Und hat mir da die Jam-Sessions da nachmittags angehört. Das war wirklich wunderbar. Also der Max Gregor Junior hat da am Klavier gespielt. Der Harold Faltermeier war oft da auch. Also das... Und der Deutsche, der Peter Kraus, den wir beide gut kennen, der hat ja dann auch so Tutti Frutti mal gesungen. Der ist auch irgendwie bekannt worden, also auf seine deutsche Version, mal, glaube ich, bei Max Greger oder so. Ja, das, wo er angefangen hat, das weiß ich nicht mehr. Aber Peter Kraus, da habe ich immer ein bisschen so Bauchschmerzen gehabt. Weil das war nicht, das war nicht echt. Nein, das war nicht so richtig echt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich unterstelle das jetzt nicht mal. Aber wenn man heute Little Richard gehört hat, dann konnte man schwer mit dem Hafenrock oder mit dem Tutti Frutti von Peter Kraus zurechtkommen. Aber er ist halt so ein netter Kerl, dem kann man ja wirklich nicht böse sein. Das stimmt. Jetzt lass uns einmal durch die Zeit durchgehen. Also man... Da kommt man natürlich am Elvis nicht vorbei. Also, hat dich der Elvis fasziniert? Ja, schon sehr. Der hatte einfach eine Ausstrahlung und ein Charisma, das war unwiderstehlich. Mhm.
Und ich habe mir auch den Bravo-Starschnitt von Elvis an die Wand gehängt. Natürlich musste sein. Und Elvis hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, das ist richtig. Dem habe ich auch, das ist auch so einer, dem ich alles verziehen habe. Der hat ja dann mal irgendwann La Paloma gesungen. Mhm. Aber ich habe gesagt, gut, der Elvis darf das. Oder ja, so. Genau. Muss ich denn zum Städtchen hinaus und so Zeug. Also das war schon an der Grenze dessen, was ich so noch tolerieren wollte. Aber Elvis war Elvis und der stand über den Dingen. Vor Elvis war im Grunde Eddie Cochran. Mhm. Man, der war ja fast nur cooler. Also ich glaube, wenn der nicht den Autounfall gehabt hätte, ich glaube, der wäre noch stärker geworden wie Elvis, oder? Also Eddie Cochran war ein enormes Talent, weil er ja auch selber geschrieben hat. Elvis hat ja fast nichts selber geschrieben und Eddie Cochran alles selber gemacht. Und der Summertime Blues oder Come On Everybody, wenn ich das Three heute... Steps to Heaven, das ist ein Zug verliert. Klassiker. Also alles, was der gemacht hat, war wirklich Qualität. Schade, dass der so früh gehen musste. Ja. Jetzt habe ich mal so über dich nachgegoogelt. Also man, du hast ja ein Wahnsinnsleben gekriegt. Was kannst, wo ich da im Grunde die weiteren Fragen mache. Aber erst einmal, du hast natürlich wahnsinnige LP-Platten gesammelt. Wo bringst du die alle unter? Hast du die bei dir daheim oder aus dem Bayerischen Rundfunk? Oder was die Sammlung ist geschrumpft, weil das war einfach nicht mehr zu halten. Irgendwann habe ich Angst gehabt, dass die Wohnung über mir zusammenbricht. Weil die sind ja wahnsinnig schwer auch. Ja. Aber ich hatte mal so 50.000, schätze ich. Ich habe es nie einzeln gezählt, aber das hat man abgemessen. Aber das war eine irgendwann wird das sowas, wird es eine Belastung. Mhm. Und bei jedem Umzug musste ich einen Statiker bemühen, um zu testen, ob das Gebäude überhaupt aushält. Und als ich dann mal in eine Altbauwohnung ging, hat der mir wirklich ernsthaft geraten, die Sammlung etwas zu verkleinern. Aber das wäre ja fast irgendwas, wo man Museum machen könnte, oder? Hätte man wahrscheinlich machen können, ja. Mhm. Weil ich habe ja bei diesen 50.000 ich habe nicht einfach alles gesammelt, sondern wirklich Sachen nur, an denen ich irgendwie eine Chronistenpflicht erfüllt sah oder einfach eine Leidenschaft befriedigt wurde. Mhm. So viele Platten kann man ja nie im Leben mehr hören, da müsste man ja 200 Jahre alt werden. Aber sie zu besitzen, das war für mich war so eine Erfahrung. Das war toll. Unglaublich. Wenn man so ein bisschen in die 50er, späten 50er reingeht, dann kommen natürlich auch die Platters. Mhm. Only You. Natürlich. Das war so einfach so, wie man beim Tanzen zu der Schirme, wann kommt jetzt Only You von. Es war ja in München, waren ja in fast in jeder, so in Bahnhofsgängen haben wir überall Bands gespielt. Das war schon eine schöne Zeit. Ja. Wo warst du da in der Zeit? Ja, da war ich auch schon, noch unter dem Jugendschutz natürlich, mit älteren Freunden, auch in solchen Kneipen und habe mir das angehört und war auch der große Tänzer natürlich. Mhm. Ich war nie der Standardtänzer, aber diese Modetänze, die damals ja aufkamen, nach dem Twist kam der Jerk, der Watussi, der Jerk, was habe ich schon gesagt? Slap, der Boogaloo und so weiter. Der Schritt war natürlich. Der hat immer gestimmt. Und da war ich natürlich mittendrin auch, weil mich die Musik so fasziniert hat. Ich wäre überall hingegangen. Ich bin mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren. Ich bin in Pasing aufgewachsen und da musste ich dabei sein, klar. Jetzt, also 60 Jahre Musik, also das ist ja, du bist wahnsinnig jung geblieben, das merkt man einfach. Beschreib doch einmal diese Zeit, also beschreib doch einmal, erzähl mir mal diese 60 Jahre. Was waren so die markanten Dinge? Du hast ja wahnsinnig viele Stars interviewt, persönlich, also von den Bee Gees angefangen, also bis die ganz Großen. Erzähl mal ein bisschen was über die Zeit. Naja, also angefangen hat es natürlich beim AFN in erster Linie. Dem habe ich im Grunde alles zu verdanken, weil da durfte ich den ganz großen Radiostars, die zufällig zur Armee eingezogen worden sind, über die Schulter schauen und konnte da diese Musik. Das war noch in der Kalbachstraße, oder? Kalbachstraße, genau. Und Kalbach später ging er dann am Englischen Garten. Richtig, so, Kalbachstraße 15 war das. Und da waren natürlich tolle Leute und das war eine unbezahlbare Lehrzeit eigentlich. Da hat es dann so richtig angefangen zu blühen und da kamen ja alle, die durch München tourten, kamen bei uns vorbei. Ja. Da habe ich mit Eric Clapton Billard gespielt, mit Little Richard auch und wer noch alles da war, Bier getrunken mit dem und jenem. Eric Burdon war da und die ganzen großen Stars, die da durchkamen, konnte ich da kennenlernen. Das war faszinierend für mich natürlich. Und dann gab es den großen Radiochef da, Neil Fontaine. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Name noch
Begriff ist, der hat ja auch für mich irgendwie so eine Vaterfigur übernommen und hat mir eigentlich alles erlaubt, was nicht erlaubt war. Ich durfte, was war das zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass ich einfach auf Sendung gegangen bin. Da hat der Discjockey einfach live, oder? Einfach live. Der hat verschlafen in der Früh um 6 und ich habe im Haus gewohnt. Und ich habe immer schon darauf gehofft, dass der endlich mal verschläft, weil dann kann ich auf Sendung gehen. Das war natürlich eigentlich nicht erlaubt, weil ein Deutscher sollte nicht auf einem amerikanischen Militärsender seine Sachen da vortragen. Aber ich habe das alles aus dem Bauch rausgemacht. Aus dem Bauch rausgemacht und ich kannte natürlich die ganzen Floskeln und die ganzen Rituale, die diese Sendung hatte, perfekt. Und die erste, die dann anrief, war die Frau des damaligen Stadtkommandanten der amerikanischen Armee. Und da habe ich schon gezittert. Da gedacht, aber das dein Dialekt war so, das hat dir gefallen, oder? Ja, die hat dann gesagt, das war doch wunderbar und so, lass den doch immer wieder mal ran. Und da war ich gerettet. Mhm. Aber die Zeit war einfach unheimlich prägnant, weil sie eine Art Bruch war mit einer alten Kultur. Mhm. Das war wie die schwarze Musik. Die schwarze Musik kam dann plötzlich auf. Die war ja für alle von uns faszinierend, weil es einfach was ganz anderes war, was nicht vergleichbar war mit dem, was wir bisher kannten. Mhm. Und die habe ich natürlich als allererstes ganz stark in mich aufgesogen wie ein Schwamm. Mhm. Und dann kamen ja auch ein paar Tourneen durch München und da bin ich in jedes Konzert gegangen. Das ist irgendwie da war 1969 habe ich Ray Charles im Deutschen Museum zum ersten Mal gesehen. Und dann war ich 1900. Hast du den auch persönlich kennengelernt? Nein, leider nicht. Mhm. Nein, den habe ich nie interviewt. Das ist eine große, tiefe Lücke und eine offene Wunde bei mir. Ich hatte schon die Zusage für ein Interview, Fernsehinterview und dann ist er krank geworden und das ist dann nie wieder zustande gekommen, natürlich, weil er dann auch gestorben ist. Also das war tragisch für mich, weil den hätte ich natürlich unheimlich gern mal gesprochen. Aber du hast natürlich Stevie Wonder kennengelernt. Ja, Stevie Wonder habe ich ein paar Mal interviewt. Ja, the Sunshine of My Life. Ja, sozusagen. Ja, Stevie Wonder hat mich auch immer tief beeindruckt. Weil das ist auch so einer, der alles kann irgendwie, dem kauft man auch alles ab. Und wo hast du die interviewt? Zum Teil auch in den USA? Oder? Ja, zum Teil in den USA. Stevie Wonder, der hat mich nach Zürich eingeladen zu einem Interview. Und da bin ich natürlich hingeflogen. Das habe ich ja alles in Eigeninitiative gemacht. Der Bayerische Rundfunk hat mich jetzt nicht zu Stevie Wonder geschickt. Es war denen eigentlich egal, ob ich den interviewe oder nicht. Ja. Aber mir war es natürlich wichtig, dass ich die Leute, die ich so toll fand, auch persönlich kennen darf. Du bist ja jetzt nicht jemand, der Berührungsängste hat. Ja, aber trotzdem, wenn man so einen Weltstar hat, mit welchem Gefühl bist du da hingegangen? Na, schon manchmal mit schon ein bisschen Knieschlag dann. Schon nervös. Ja. Wobei ich allerdings sagen muss, und das ist fast schon ein Klischee, dass die ganz Großen immer ganz leicht sind zu interviewen. Diejenigen, die so Emporkömmlinge und noch nicht so richtig Fuß gefasst haben, die waren immer ein bisschen schwieriger, weil die noch unsicher sind und die das dann oft in Arroganz umschlägt, das Ganze. Aber man kann die Leute ganz gut öffnen, wenn die merken, man hat sich mit ihrer Musik und ihrer Person auch befasst und hat sich die Zeit genommen, sich mit ihnen zu befassen. Das würdigen die alle. Ja. Aber die ganz Großen sind eigentlich immer die leichtesten gewesen. Selbst Paul Simon war ein angenehmer Interviewpartner. Mhm. Jetzt hast du ja auch die Bee Gees hier gehabt in München. Meine Frage, also die Bee Gees faszinieren mich ja immer noch. Ja, das ist ja unglaublich. Wer war jetzt da so die hellste Stimme? War das der Barry oder der Andy? Na, der Robin hat sehr hoch gesungen, der Barry konnte das auch, der Maurice war eher, glaube ich, die mittlere Tonlage, aber das war Barry und Robin, die beiden konnten das beide recht gut. Mhm. Und der Andy, der ist ja früh verstorben. Der Andy ist früh verstorben, den habe ich aber auch kennengelernt. Und der war, glaube ich, erst 30 oder so. Ja, sowas, Ende 20. 1988 ist der verstorben, Ja, das war ziemlich schlimm für die Jungs, weil die haben den ja doch hochgepäppelt auch. Und er hatte 3 Nummer-1-Hits in Reihe. Also der hatte schon auch eine vielversprechende Karriere vor sich gehabt. War auch ein netter Kerl, aber hat sich dann natürlich mit den Drogen zu sehr eingelassen. Richtig. Wie waren denn die Bee Gees so im persönlichen Kontakt? Ja, absolute Profis natürlich, aber auch unglaublich geerdete Menschen. Mit denen habe ich mich dann auch in Miami mal getroffen, weil da haben sie ja gelebt eine ganze Zeit lang. Ihr Studio war in Miami. Und die waren dann eigentlich so im täglichen Umgang einfach ganz toll und haben dann wunderbare Geschichten erzählt, die man gar nicht alle senden kann, weil die haben ja auch Kontakt zu Michael Jackson dann gehabt, sehr engen.
Und das wusste man aber gar nicht so, das haben die nicht so nach außen gekehrt. Und solche Geschichten habe ich natürlich geliebt und da habe ich dann mir jede Zeit der Welt genommen. Und als Single damals konnte ich das auch, ohne dass ich mich irgendwo entschuldigen musste. Und wie hast du die ins Studio gebracht? Also das ist ja die haben sich dann natürlich auch gemeldet. Ich habe gesagt, wenn ihr in München seid, bitte kommt ins Studio, mach mal Live-Sendung. Und dann hatte ich die alle drei live im Studio, was heute undenkbar ist eigentlich, weil es die Künstler auch gar nicht mehr machen und die Zeit auch gar nicht mehr dafür da ist. Aber das, ja doch, die waren dann da und waren auch total locker und easy. Was mich so fasziniert hat, so in den 60s, die Everly Brothers. Mhm. Also die waren doch auch irgendwie so ein Stream. Ja, und unverkennbar, ja. Unverwechselbar auch. Dieser Harmoniegesang, der ist ja dann kopiert worden von vielen, von den Beatles unter anderem auch. Mhm. Die haben die auch sehr verehrt, die Everly Brothers. Die habe ich übrigens auch nie getroffen. Du triffst immer in die offenen Lücken bei mir. Und die Beatles, hast du Beatles mal getroffen? Ja, Beatles habe ich getroffen, Paul McCartney und George Harrison. Mhm. Die beiden habe ich getroffen. John Lennon ist leider auch zu früh gestorben. Ja, und den konnte ich dann auch nicht mehr treffen. Aber ich kenne einen Beatle, der nicht so im Vordergrund steht, nämlich Klaus Voormann. Ich kenne den auch. Du kennst ihn auch. Ja, genau. Aber der wäre ja beinahe, da ging es ja darum, wegen der Gitarre, wo der eine ausgefallen ist und dann hat der Paul McCartney plötzlich Bassgitarre gespielt. Genau. Ja, ja. Sonst wäre der möglicherweise der fünfte oder vierte Beatle geworden. Ja. Aber der Klaus hatte meines Erachtens nie so den Drang an die Front. Mhm. Der hat sich immer ganz gerne hinten aufgehalten. Großartiger Mensch. Großartiger Bassist und Grafiker. Also der, und der hat ja das Revolver, glaube ich, das Cover hat er gemacht von den Beatles. Das hat er gemacht, ja. Und noch ein paar andere Grafiken für die Beatles. Der ist aber auch von den Beatles sehr hoch geschätzt worden. Ich habe das immer wieder speziell von George Harrison, glaube ich. George Harrison sehr, ja. Die waren bis zu seinem Tod ganz eng befreundet. Was ist Paul McCartney so im Interview für ein Typ? Ein lustiger Typ. Lustiger. Ja, typischer Engländer natürlich, mit sehr komischen, grenzwertigen Humor teilweise, hat so ein bisschen den Monty Python Humor und ist aber ein Pfundskerl, also ein wirklich netter Kerl. Ich habe jetzt demnächst wieder ein Interview mit ihm geplant. Wenn er in München ist. 10. Juli, glaube ich, spielt er. Er hat mir zugesagt und mal schauen, ob das klappt. Ich glaube es erst, wenn es drin ist. Wie viele Menschen würden dein Adressbuch gerne haben? Oder dein BlackBerry oder dein iPhone, wo alles drin ist? Ah ja, hast du das gut gesichert? Oder? Ja, das habe ich sehr gut gesichert. Wobei ich da nie mich aufgedrängt habe, weil ich weiß, wie das ist, wenn man sehr vorsichtig sein. Wenn die mir das nicht selber gegeben haben von sich aus, dann habe ich nie danach gefragt. Mhm. Aber wer es mir tatsächlich gegeben hat, ist James Brown. Mhm. Der hat mir seine Privattelefonnummer in Augusta, Georgia gegeben und da habe ich dann auch mal angerufen. Und war tatsächlich, oder? Ja, aber war nur sein Anrufbeantworter dran. Er war da wahrscheinlich gerade wieder auf Tournee. Ich wäre da schon gern mal vorbeigekommen, weil den habe ich auch ein paar Mal interviewt. Ja. Ja, Barry White ist natürlich auch etwas, was die Musikwelt bewegt hat. Allerdings, ja, vor allem die weibliche Musikwelt. Weibliche, mit seiner sexy Stimme. Ja. Der hat auch der hat es gar nicht so wirklich gespielt, sondern das war tatsächlich seine Stimme. Ich habe den ja mal interviewt und da hat wirklich der Raum gewackelt, vibriert bei der Stimme. Ja. Auch einer, der eine ganz lange Zeit ohne Erfolg gearbeitet hat und dann langsam hochgekommen ist. Das sieht immer bei uns so aus, als wären die über Nacht groß geworden, aber da steckt viel Arbeit dahinter. Und der sagte zu mir auch, eigentlich gab es Barry White ohne Geld viel länger als mit Geld. Ja. Und erst in den letzten Jahrzehnten war es dann sehr erträglich für ihn. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich auch mal, du bist ja seit 5 Jahrzehnten im Geschäft der Medien. Du hast auch viel im Fernsehen bewegt. Was ist denn spannender? Fast Rundfunk ist fast spannender wie Fernsehen, oder? Kann man schon sagen, oder? Ja, natürlich, weil im Radio habe ich alles selber in der Hand. Ich stelle meine Sendungen komplett selber zusammen. Ja. Ich habe die totale Kontrolle über das, was ich da mache. Beim Fernsehen braucht man einen guten Kameramann. Ja. Du hast einen. Ja, genau. Guten Tonmann, dann das Licht muss stimmen. Da sind so viele Faktoren, auf die man eigentlich keinen Einfluss hat. Dann ist ein Regisseur da, der seine eigenen Vorstellungen von der Sendung hat. Also da ist man nur ein Bindeglied, das Vorderste natürlich, aber man ist nicht wirklich Herr der Lage da, sondern muss sich da schon in ein Konzept einfügen. Und das ist eigentlich nicht so direkt mein Ding. Ich mag es schon lieber selber machen. Und dann hat es beim Radio den Vorteil, man macht seine Sendung, steht auf und geht. Genau. Im Fernsehen ist noch das und jenes. Und, aber es war trotzdem auch eine schöne Zeit. Es war natürlich eine sehr schöne Zeit und eine sehr interessante Zeit, vor allem auch, weil ich da auch Leute kennengelernt habe, die hätte ich
niemals im Leben sonst getroffen. Katharina Valente zum Beispiel. Unglaublich. Ja, das ist eine Legende. Bei der Arbeit an meinem Buch ist mir das alles wieder so in Erinnerung gerufen worden, wen ich da alles getroffen habe. Roman Herzog, mit dem habe ich ein Klassentreffen gemacht. Das war alles also hochspannende Zeiten gewesen auch. Ja. Ja, wir müssen natürlich mal über die tolle Sendereihe, die du gemacht hast, Dings da, 8 Jahre hast du es gemacht. Mhm. Da kriegt man natürlich schon auch eine tolle Erfahrung, also mit so Kindern, die einfach dann Erwachsene unterhalten. Also ja, das war super. Unbeschreiblich war das. Das war eine ganz großartige Zeit, weil man glaubt gar nicht, welche schlauen Kinder man da draußen hat und welchen Humor die Kinder auch haben. Du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt, oder? Das war immer neu, oder? Es war immer wieder eine Überraschung und es war immer wieder auch sozusagen auch so das Gefühl, Mensch, wir tun den Kindern wirklich nicht genug Zuwendung geben, weil die Kinder sind unser wertvollstes Gut, was wir haben. Ja, wir haben, ja, genau. Ja. Und die Sendung hatte mal, und das ist auch erst später mir klar geworden, mal 10 Millionen Zuschauer. Allerdings noch vor der Zeit, bevor es die Privatsender gab. Also man hat die Sendung offenbar so angenommen wie kaum eine zweite. Es war ja eine simple Idee, aber die Kinder, die Fantasie und so weiter, das kann man nicht erfinden. Kann man nicht erfinden. Aber das waren ja auch manchmal richtige, wo man Lachkrampf gekriegt hat. Ja. Die ja, weil die Kinder so direkt denken. Ja, ja. Und wir komplizierten ja alles und sind vorsichtig und lavieren uns rum um eine gewisse Erklärung. Aber bei Kindern kommt das richtig und authentisch raus. Ja. Ja, ja, ja. Und das war schon manchmal wirklich entwaffnend und umwerfend. Ja. Jetzt reden wir gleich einmal ein bisschen über dich. Du hast ja auch 2 wunderbare Kinder. Und ich glaube, jetzt gehen wir mal ins richtige Studio rüber. Gerne. Okay, kurz. Ja. Ja, mit 56 Jahren hast du dann eine Familie gegründet. Das finde ich auch großartig, oder? Also vorher, die Karriere richtig war immer im Mittelpunkt. Da konntest du natürlich auch, also bei deiner Wahnsinnskarriere, die du gemacht hast, Fernsehen und so weiter, da konntest du praktisch für dich sein. Aber dann hast du gesagt, jetzt kommt eine Familie. Wie kam das? Ja, das ist ein Wunsch von dir auch. Ja, du beschreibst es schon richtig, weil während der Karrierezeit und der Aufbauzeit wäre einfach keine Zeit für Familie gewesen. Oder wäre vielleicht zerbrochen sogar. Ja, möglicherweise. Nicht da oder was? Ja, nicht da und mit dem Kopf woanders. Und immer im Fernsehen. Sicher. Und da muss man einfach frei sein. Aber das war mir auch deswegen wichtig, weil ich wollte auswählen können. Wenn man einer Familie gegenüber verpflichtet ist, ein gewisses Einkommen nach Hause zu bringen, dass die Wohnung warm bleibt, dann muss man manchmal Dinge machen, die man eigentlich nicht möchte. Und ich wollte nie mich verbiegen. Und das kann man aber einer Familie, ehrlich gesagt, nicht zumuten. Ja. Und da habe ich mir gedacht, erstmal frei handeln und entscheiden, ohne dass man damit jemand anderen damit beschädigt. Und erst dann, wenn man gesettelt ist und sagt, so jetzt ist die Zeit dafür gekommen, dann richtig. Ja, ja. Und das habe ich natürlich auch nie bereut. Ja. Super, super. Jetzt lass uns mal auf das Sendeformat kommen, das jeden Freitag 3 Stunden läuft, hier auf Bayern 1. Bayern 3 war natürlich ein bisschen traurig, oder? Also nach 35 Jahren. Also einfach genau, 37 waren es sogar. Ich habe nochmal nachgezählt. Ja, 37 Jahre waren es. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, und mir kam es aber vor wie 10 Jahre ungefähr. Ich war früher immer der Jüngste und dann plötzlich bist du der Älteste. Und irgendwann ist bei Bayern 3 einfach die Zeit gekommen, wo die ihr Programmschema auch verjüngt haben. Und da war mir das dann schon teilweise unangenehm, wenn ich dem Eric Clapton zum 70. gratuliert habe, weil die Kids einfach eine andere Musik haben. Wobei, du kamst super rüber. Also das ist schon, danke. Aber trotzdem, irgendwann ist das Umfeld so, dass man sagt, da passe ich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig rein. Und dann hat mir Bayern 1 angeboten, dort eine neue Heimat zu finden. Und jetzt bin ich glücklich dort, weil da kann ich jetzt auch wieder zurück in die 60er Jahre gehen mit der Musik, sogar in die 50er. Das ist was natürlich großartig. Ist ja eine richtige Marktnische. Also so einfach die Oldies zu hören, aber dann auch mit deinem profunden Wissen, das du hast. Ja, das ist
ja schon super. Also zum Beispiel in Frankreich, wenn ich höre immer Radio Nostalgie. Ja? Also diese, da ist, glaube ich, auch ein riesiger Markt da. Das ist ein riesig, die Menschen werden ja auch immer älter. Mhm. Und wenn man dann eben jemand hat, so wie du als erfahrener Rundfunkmoderator, dass du Geschichten erzählen kannst, dass du, wie der Song entstanden ist, wie die Zeit war, wie eben die Straßen waren nur leer und man stand vor der Musikbox und hat gesagt, jetzt schmeißen wir mal 50 rein, hören wir das nochmal an. Ja, also das sind schon nostalgische Gefühle, die Quote geben, geben richtig Quote. Richtig, das ist natürlich, wenn du das so beschreibst, dann triffst du eigentlich genau den Nagel auf den Kopf. Das ist die große Kunst, die ich versuche umzusetzen, dass man die Leute wirklich so in eine Zeitmaschine setzt und ihnen das Gefühl gibt. Dass die spüren. Dass die spüren. Ja, genau. Und man kann auch aktuelle Musik damit mischen, das ist gar kein Problem. Und kann auch Zeitbezüge herstellen zwischen Now and Then. Ja. Das versuche ich ja jetzt dann mit einer Fernsehdokumentation, diese Brücke zu schlagen zwischen den Generationen. Aber das ist natürlich ein hoher Anspruch und der gelingt sicherlich nicht immer, aber schon der Versuch, das zu machen, macht riesig Spaß und wird honoriert. Ich habe sehr gute Resonanz soweit. Das glaube ich. Wie muss man sich denn das vorstellen, wenn du jetzt Freitag geht's los, 20 Uhr, wann stehst du da schon auf der Matte im Studio? Schon um 5 Uhr wahrscheinlich, oder? Ja, ich gehe schon mal so um 4, 5 in die Redaktion und bereite da ein bisschen was vor. Weil ich hast auch, du eine Redakteurin auch, oder? Nein, ich mache alles selber. Machst du selber? Aber ich werde unterstützt von der Musikredaktion, die, wenn da nur ein Titel gebraucht wird, dann besorgen die den, weil es ist ja heute nichts mehr auf CD oder LP da, sondern das muss man ja als Soundfile sozusagen rausholen. Aber die Vorbereitung macht mir fast genauso viel Spaß wie die Sendung selber, denn in der Vorbereitung fallen mir dann noch spontane Dinge ein, die ich dann noch mit einbaue und verknüpfe. Manchmal muss ich aufpassen, dass ich mich ein bisschen bremse und nicht zu weit aushole, weil wenn man zu viel weiß, neigt man dazu, auch zu viel zu reden. Und ja, aber du kannst einfach in Bildern sprechen. Also das ist wirklich so. Du kannst in Bildern sprechen und ich glaube, das ist auch eine Kunst. Ja? Also dass man wirklich, du hast ja, ich sage jetzt mal, das Publikum geht von Hartz IV bis Channel 5. Ja? Du hast alles. Da hört einfach der Arbeitslose sympathisch und du hast ja auch eine wunderbare Stimme. Ich glaube, das ist schon die Kunst, eben einfach die richtigen Bilder aufzuhängen, dass man eben die Menschen quasi auf den Ohren und auch im Herzen erwischt. Ja? Ja. Und die Zeit der 50er, der 60er, 70er Jahre. Das war schon eine Herzenszeit auch, ja? Also, ja, das war eine Umbruchszeit und das war eine Aufbruchszeit. Nicht AIDS und diese ganzen, genau, und die Medien waren nicht so schnell. Und, natürlich, ja. Es war unbelastet. Die Zeit war einfach frisch und aktiv und es hat sich jede Woche irgendwas Neues getan. Ja. Und das war natürlich, heute ist alles irgendwie vorgefertigt und formatiert sozusagen auch und mundgerecht gemacht worden. Ja. Aber sollte mir das gelingen, was du da beschreibst, dann ist das schönste Kompliment. Dir gelingt es jeden Freitag und es ist doch schön. Und wie machst du mit den Titeln? Also was zum Beispiel jetzt am Freitag, was kommt da? Weißt du das schon so? Ja, so im Groben weiß ich schon, weil ich neige dazu, dann immer Leute, die gerade vollen und runden Geburtstag haben, gleich als Featured Artist da zu haben. Und diesen Freitag ist es Cher, die wird 70. Und da mache ich heute ein Special um Cher, die ich allerdings auch noch nicht interviewt habe, jetzt hast du schon wieder eine erwischt. Aber das kannst du noch immer machen. Aber habe ich vor, das ist auch schon angefragt. Also, solche Sachen mache ich da. Deutsches Repertoire kommt da nicht rein, oder? Na, gelegentlich schon. Also, ich hatte Wolfgang Niedecken zum Beispiel da, oder jetzt habe ich auch zwei Bands aus München mal da gehabt, die Soul machen. Die du dann auch interviewst, oder? Ja, die ich auch interviewe, klar. Hast du da noch einen Wunschzettel, wenn du jetzt so mal reinholen möchtest? Ah, ja, so Leute wie Udo Lindenberg oder Stefan Wackershausen. Der jetzt auch 70 wird oder so. Genau. Also da gibt es immer noch Leute, auch Grönemeyer. Gut, ich habe die alle schon mal getroffen und interviewt, aber mal wieder aktualisieren das Ganze und die Bekanntschaft aufzufrischen, ist schon ein Anspruch. Ja. Und live ist halt live. Ja, das ist halt ganz anders. Ja, das ist in der Tat. Ja. Das ist ja, beim Fernsehen ist live auch eine ganz andere Situation, wenn man weiß, hier kannst du nichts mehr zurückholen. Nichts mehr holen. Ja. Ein Versprecher ist einfach weg. Der Versprecher ist draußen. Ja, genau. Und da kann man sich natürlich schon in die Fettnäpfchen auch stellen. Aber auch das ist menschlich. Auch da, glaube ich, das honoriert der Hörer oder der Zuschauer auch, wenn man einfach menschliche kleine Diskrepanzen. Absolut, das gehört dazu. Hast du auch mal darüber nachgedacht, dass du deine Freunde, den Gunter Jauch und den Thomas Gottschalk, ich meine, die haben ja auch in dieser Zeit
quasi moderiert, dass du die mal vor die Kamera oder vor das Mikrofon holst? Ja, mit dem Thomas habe ich engen Kontakt. Und der kennt sie auch gut aus. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und auch gerade die 70er Jahre sind so seine Spezialität. Ja, ja. Wir haben jetzt auch ein paar Sendungen zusammen gemacht, letztes Jahr noch für Bayern 3 und vorletztes Jahr. Und planen da auch immer so ganz locker vor uns her, dass wir da wieder mal wieder was machen, weil das kam sehr gut an. Ja, ja. Und mit dem kann ich mir auch die Bälle, wenn es um Musik geht, sehr gut hin und her schubsen. Also das funktioniert fantastisch. Der Günther ist kein so Musikmensch in dem Sinne. Das ist mehr so der politische Mensch und der Zeitgeschehen aufarbeitet. Aber er war ja damals auch bei Bayern 1, also da hat er auch seine Karriere gemacht. Bayern 3. Ja, da hat er auch seine Karriere angefangen. Also da sind ja viele, Sandra Maischberger, alle möglichen Leute kommen eigentlich aus dem Bayerischen Rundfunk. Das ist schon ein erstaunliches Biotop sozusagen für Moderatoren. Aber ich komme nochmal zurück. Also diese 60er-Musik, die 70er-Musik, ich glaube, da hast du eine richtige Marktnische. Also wenn du auch einmal wirklich einmal die Zeit Revue passieren lässt, ja, also wo du Parkplätze gefunden hast ohne Ende, wo die Leute, also ich weiß noch, wir haben ja keinen Fernseher gehabt, also sie wünschen, wir spielen, ja, da Mittwoch vom Radio guckt, ja, und hast nebenbei Mensch ärgere dich nicht gespielt, aber die Musik gehört, ja. Welche Gedanken hast du denn, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt mal in die 60er Jahre nur mal was machen, aus den 60er Jahren, wer muss da rein, aus deiner Sicht? Naja, da muss natürlich Elvis Presley unbedingt rein, da müssen rein die Everly Brothers, ganz klar. Und so einzelne andere noch, die vielleicht mittlerweile in Vergessenheit geraten sind, Leslie Gore zum Beispiel oder Terry Stafford, das sind so... Bill Haley, mit Vorsicht, mit ein paar Sachen, ja. Den habe ich also nicht ganz so ernst genommen, weil der hatte Glück mit seinem Rock Around the Clock, aber das war ja in den 50er Jahren. War noch 50er. Und in den 60er Jahren hatte der schon an Bedeutung stark verloren. Aber die 60er Jahre waren so reich. Ricky Nelson natürlich, Chubby Checker. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Das ist einfach so, da war jede Woche ein neuer Künstler da und alle waren sie überzeugend und alle hatten sie ihre Eigenheiten. Aber du musst dich ja über diese ganzen Stars, da musst du ja gelesen haben, da musst du ja richtig also gezittert haben, weil du hast ja ein riesiges Wissen. Also das ist ja unglaublich. Ja, das ist mir relativ leicht gefallen. Ich konnte mir das immer merken, ohne große Anstrengung. Autodidaktisch fast, ja, oder? Schon, ja. Wenn ich in Mathe auch so gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich Nobelpreisträger geworden. Aber da war es dementsprechend schlechter. Aber Musik hat mich immer so fasziniert, dass ich wissen wollte, was steckt dahinter, wie ist es entstanden, wer hatte die Idee dazu. Und das habe ich immer verfolgt und konnte es mir einfach sofort merken. Kanntest du auch die Instrumente von den Bands, Gibson Bass oder was? Ja. Fender, Gitarre und so alles? So genau nicht. Also da war es schon wieder so, dass ich, das, was die gespielt haben oder welche Frauen die geheiratet haben, das hat mich also nicht so sehr interessiert. Aber mich hat interessiert, was hat sie dazu bewogen, diesen Text zu schreiben. Woher kommt das Mädchen, über das sie singen? Ist das nur eine reine Fantasie? Ja. Oder die Geschichten, die John Fogerty in seinen Songs erzählt, spielen alle in den Swamps von Louisiana, obwohl er selber nie da war. Mhm. Wie kam das dazu? Also solche Sachen, das hat mich immer fasziniert. Das wollte ich wissen, da wollte ich hinterfragen. Ja. You Are the World, dieser Charity-Song, das war ja auch ein One-Hit-Wonder. Huh? Lionel Richie hat den, glaube ich, geschrieben. Lionel Richie und Michael Jackson. Und Michael Jackson. Ja, genau. In welcher Stimmung müssen so Menschen sein? Ich glaube, der Michael Jackson hat das irgendwie in einer Nacht geschrieben oder so. Ja. Und was gehört da dazu alles? Also, ja, Lionel Richie ist da natürlich auch ein genialer Schreiber. Kennst du ihn auch, Lionel Richie? Ja, den kenne ich ziemlich gut. Ja. Den habe ich 5, 6 Mal interviewt und es ist eigentlich jedes Mal schon die Gmadi-Wiesen sozusagen. Super, ja. Super. Michael Jackson habe ich nur persönlich kennengelernt, aber nie interviewt. Das war nicht möglich. Mhm. Aber was da für eine Energie in diesem Studio war, als da die über 30 Superstars und wie die gesungen haben. Die waren beseelt von dieser Idee und Quincy Jones, der das Ganze geleitet hat, ist natürlich auch die perfekte... Den kennst du auch, oder? Ja, den kenne ich auch, ja. Die perfekte Figur dafür gewesen, weil keiner kann so überzeugend etwas vermitteln wie Quincy Jones und dem unter... stellen sich auch solche Stars durchaus. Sei es Ray Charles war da ja auch mit dabei, Willie Nelson. Also wenn man diese Liste anschaut, sowas wird nie wieder zustande kommen, weil auch diese Größen nicht mehr da sind, die meisten. Und wenn man das mit irgendeiner Teenie-Formation macht, dann hat es einfach nicht dieselbe Energie. Ja.
Wenn man jetzt einfach mal so das Studio anschaut, ist natürlich High-Tech. Man kann sagen, Fritz and Hits and Bits. Ja. Kann man sagen. Aber früher war das schon toll. Oder wenn man so nur das Mikrofon hatte und, ja, klar. Und Plattenspieler. Plattenspieler muss man auflegen, dann ist einmal die Nadel weiterkupft oder so. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, wenn du das Mikrofon vor dir hast, dann bist du in deiner Welt, oder? Dann bin ich in meiner Welt. Solange ich auch weiß, ich kann die Musik abrufen, die ich brauche jetzt und so weiter, dann ist alles in Ordnung. Aber es ist schon was dran an dieser haptischen Seite des Lebens. Mhm. Und die Platten anzufassen, die ganzen Informationen dann nochmal zu lesen, da standen ja die Musiker. Die riechen oder die so. Die riechen ja auch, genau. Ja. Also das war schon noch eine Nummer besser. Ja. Und viele behaupten ja auch, dass Vinyl einfach stärker und tiefer klingt als CDs oder eben Soundfiles. Und Steve Jobs selber hat ja gesagt, der hört sich Musik nur auf Vinyl an. Ja. Also wenn der es schon sagt, ist wahrscheinlich schon was dran. Ja. Ich habe damals auch gelernt, blind eine Platte aufzulegen und konnte auf einer LP ohne hinzuschauen, die einzelnen Tracks finden. Wahnsinn. Da hatte ich so ein Gespür schon dafür entwickelt. Also das war schon aber du musst auch begehrt gewesen sein bei deinen Späßeln mit so einer Plattensammlung. Also das war ja früher, da hat man die Platten geschnappt und hat eben einfach Party gemacht, oder? Ja, ja, genau. Also bei meinen Späßeln war ich da wirklich angesagt, weil das waren auch die meisten, natürlich versammelt man dann Leute mit denselben Interessen um sich. Und das waren dann auch Musikfans. Bei den Frauen habe ich damit nicht punkten können. Die wollten lieber in Schuhgeschäfte gehen. Und während ich in Plattenläden verbracht habe, habe ich denen quasi den Urlaub verdorben. Das ist jetzt mittlerweile vorbei. Ja. Meine Frau muss immer noch genügend aushalten mit meiner Musik. Aber Platten waren für mich wichtig. Ich habe kofferweise Platten aus Amerika rübergeschleppt, die es hier nicht gab. Und das hat für mich einfach die Bedeutung gehabt. Fritz, wenn du im Auto sitzt oder wenn du zu Hause bist, welche Musik hörst du da? Oh, ganz unterschiedlich. Es kommt auf die Stimmung drauf an. Auch mal Schnulze oder so? Ja, natürlich. Auch schon mal eine Schnulze. Aber es gibt ja so die Schlagerparade oder so. So die naja, so zu sowas tief, nicht, ne? Nein, sowas kann ich nicht. So tief singst du nicht? Nein, das will ich gar nicht so sagen, aber so steige ich da nicht ein. Das gibt mir nichts. Mhm. Zu wenig. Da muss ich, deutschsprachig höre ich Konstantin Wecker gerne, weil der hat einfach tolle Texte. Und solche Leute... Reinhard May fand ich auch noch gut. Der hat den ganz neu jetzt wieder ein Lee rausgebracht, sehr schön. Ja, also, wunderbar. Also das ist alles Geist, gut. Sowas höre ich schon ganz gerne an. Das passt nur nicht zusammen mit dem, was ich in der Sendung letztendlich mache, weil das doch eine andere Vorangehensweise ist und ein anderer Approach, wie man so schön in Deutsch sagt. Und deswegen spiele ich es da jetzt nicht so häufig. Aber die Musik höre ich genauso wie Klassik manchmal im Auto. Im Flugzeug höre ich wahnsinnig gern Klassik, wenn ich da sitze. Oder ich höre mir einfach auch mal Hörbücher an. Das Wort ist doch etwas Wunderbares. Und wenn es dann noch dazu die hohe Kunst der Literatur ist und von einem Schauspieler gesprochen, der sowas richtig gut kann, wie Will Quadflit oder so, da bin ich dann voll dabei. Voll dabei. Lieber Fritz, schön, dass man also eine lebende Legende der Musik, der Moderation des Fernsehens besuchen durfte. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und liebe Zuschauer, ja, jeden Freitag von 20 Uhr Bayern 1, schalten Sie ein, da werden Sie überrascht sein, was Fritz Egner so alles drauf hat und vor allen Dingen ein geballtes Wissen und auch eine wunderbare Stimme und er ist auch ein Mensch mit Herz. Wir sehen uns wieder beim nächsten Schönen Talk, bis dahin noch eine schöne Zeit.